Wir haben heute Gelegenheit, euch ein bisschen was über unser Buch zu erzählen. Ja, schön wäre es ja, wenn uns jemand was dazu fragen würde, ne? Ja, das wäre cool. Warum habt ihr was Gemeinsames gestartet? Oh, okay. Ja, also zusammen haben wir geschrieben, weil wir kennen uns von Anthologien, die wir bereits zusammengeschrieben haben. Und, glaube ich, weil wir beide auch unsere Geschichten ziemlich gut finden, oder? Was meinst du? Genau, genau. Also ich finde, wie du schreibst, wie du erzählst, total klasse. Danke. Und ich glaube auch, dass unsere beiden Erzählstile ganz gut zusammenpassen. Und deswegen haben wir halt die Idee entwickelt, ein Buch gemeinsam zu schreiben. Wie kam es zur Idee, das Ganze über Crowdfunding zu starten? Ja, die Idee darin lag begründet, dass wir auf jeden Fall so ein, du hast es in der Hand, wunderbares Hardcover haben wollten. Und wir wollten Lack und wir wollten ein Lesebändchen. Und dafür brauchten wir Kohle. Genau. Und wir fanden es aber mal spannend, eine Idee zu verkaufen. Nicht erst das Buch zu produzieren und dann sagen, hallo, hier ist es, sondern mal zu schauen, ob es funktioniert, wenn wir den Menschen mit einer ungewöhnlichen Idee kommen. Und die Idee ist 2 Autoren, 4 Geschichten und ein böses Ende. Wie ist es, ein Buch zusammenzuschreiben? Sehr, sehr spannend und sehr, sehr außergewöhnlich. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie gemeinsam vom Rechner gesessen hätten und hätten uns bei den Sätzen abgewechselt oder sowas. Sondern wir haben schon die beiden Geschichten und die 4 Geschichten getrennt voneinander geschrieben sozusagen, haben aber ganz viel zusammen entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das noch erinnerst, wie das angefangen hat. Ja, also tatsächlich, jeder von uns hat, wie gesagt, 2 Geschichten geschrieben und es gab einen riesengroßen Zeitstrahl, weil unsere Geschichten einen Zeitraum von über 80 Jahren einnehmen in diesem Buch. Und da war es für uns natürlich wichtig, keine Fehler zu machen. Jeder musste wissen, welche Figur wann, wo, wie auftaucht. Und wir haben verbindende Elemente geschaffen, die die Geschichten untereinander zusammenhalten. Das war ein sehr spannender Prozess und da nebenbei haben wir noch einen WhatsApp-Sprachnachrichten-Weltrekord aufgestellt. Ja. Gab es seltsame Begebenheiten rund um das Buch? Mhm. Kaum. Kaum. Also es gibt schon so ein paar. Wenn man zum Beispiel das Buch jetzt mal so umdreht, sieht man hier in unserem Vornamen jeweils die 13. Das ist aber Zufall. Da sind wir doch angesprochen worden, glaube ich. Genau, ja. Dann gibt es bei mir eine ganz spannende Geschichte. Eine der Geschichten im Buch spielt in einem alten Haus und die Hauptfigur der Geschichte wird an einem 13. Oktober 40 Jahre alt. Und die echte Besitzerin des echten Hauses hat auch am 13. Oktober Geburtstag, was ich aber gar nicht wusste, sondern durch Zufall erfahren habe. Überhaupt ist die 13.10. natürlich nicht nur einfach ein Titel, sondern alle Geschichten spielen an einem 13. Oktober. Genau. Und das ist auch so eine kleine Begebenheit, die ich zum Beispiel hatte während des Schreibens. Wir haben versucht, zum Beispiel mit Liedern oder Begebenheiten den zeitlichen Rahmen für den Leser begreifbar zu machen. Und ich habe ein Lied ausgewählt, zum Beispiel Highway to Hell von AC/DC. Und das ist unter anderem am 13.10. mal veröffentlicht worden. Wer sollte 13.10 lesen? Jeder. Aber die an spannender Literatur interessiert sind und vor allen Dingen die Lust haben, nachzudenken während des Lesens, die einfach mal entdecken wollen, Rätsel lösen wollen. Wir fanden es spannend, so wie man das Netflix Binge-Watching macht, eben auch ein Binge-Reading zu machen. Genau. Und abends anfängt und morgens glücklich und hoffentlich begeistert das Buch wieder zuklappt und wieder von vorne anfängt. Ich bin in der Hölle. Er liegt da auf dem Rücken, keucht, zittert. Der Himmel ist ein Spiegelbild der Welt. Unaufhaltsam und grausam prallen Wolkentürme aufeinander, fressen sich gegenseitig auf, drücken das Firmament wuchtig nach unten. Der Himmel weint.